Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Ausfahrt TV. Eiko und ich sind immer noch in Barcelona. Wir sind jetzt aber nicht mehr auf dem Mobile World Congress selber, sondern bei einer kleineren Veranstaltung, die nennt sich 4 Years From Now. Und alles, was ihr hier seht, sind so kleine Startups, die sich hier präsentieren können, haben alle ganz lustige Ideen. Wir machen uns das auch ein bisschen einfach. Der Daimler hat hier auch so ein paar Leute, die er fördert und fordert. Und da gucken wir uns erstmal eine Lösung an, sage ich mal. Und zwar habe ich hier, hoppla, den Sebastian. Hi. Sebastian, erklär mir erstmal nicht, was ihr da macht, das interessiert mich noch nicht, sondern warum ihr das machen könnt überhaupt. Beim Daimler habt ihr so eine Art Verbesserungsmanagement oder einen Ideengenerator oder... Ja, ganz genau. Wir haben ein Format, das nennen wir Digital Life Day. Da kann jeder Mitarbeiter mit seiner Idee ankommen und vom ganzen Publikum pitchen. Und wenn die Idee gut ist, wenn die Leute überzeugt sind, dann darfst du sie auch umsetzen. Das heißt, du bist, was hast du vorher, sage ich mal, gemacht beim Daimler? Also was hast du normal geschafft? Ich habe ganz klassisch Fahrzeug entwickelt, ja, und habe dann mit einer App-Idee gepitcht. Und die kam so gut an, dass die Leute gesagt haben, hey Sebastian, jetzt wollen wir auch sehen, wie es umsetzt. Okay, und die gucken wir uns jetzt mal an. Ihr seid drei Leute. Genau. Stell dich einmal vor. Genau, das ist Jonas. Vielleicht stelle ich kurz selber vor. Ja, Jonas, also ich habe jetzt neu angefangen im Februar als Backend-Entwickler, bisschen zuständig für die künstliche Intelligenz. Also du hast vorher nicht beim Daimler geschafft? Nee, ich war da. Ja. Gut. And you are? Ankur. My name is Ankur. And you are doing what? I am developing the algorithm behind all of the Pactris application of the smart cars and other future cars that we are going to support. And you did something at Mercedes before too, or you just jumped in the team? No, I jumped in the team 2 years back, and I was straight away put into this kind of a project where I get to develop all the algorithms. Okay, I surprised you now because I said I'm not talking English. But back to Sebastian. Also Sebastian, ihr habt eine App entwickelt. Was genau. Kann die? Also die App ist im Prinzip für das Problem, was man hat, wenn man in Kaufrausch verfällt, im Ikea oder in einem anderen Baumarkt und nachher merkt auf dem Parkplatz, dass eigentlich gar nichts reinpasst. Ja? Die Idee ist, man öffnet einfach die App, scannt den Barcode von einem Produkt, zum Beispiel von so einem Lego-Karton, wenn man jetzt gerade für sein Kind was einkauft. Und dann zeigt dir die App sofort an, wie das Ganze in dein Auto reinpasst und ob du vielleicht noch ein bisschen mehr einkaufen kannst oder ob du was zurückgeben musst. Okay, das ist jetzt Kinderkram, das wissen wir selber. Es geht ja darum, ich fahre zu Ikea. Ne? Ja, darum geht's, genau. Unser Trauma. Ja. Werdet ihr von Ikea bezahlt? Noch nicht, obwohl ich denke, wir schaffen ja im Prinzip mehr Kunden, mehr Kaufanreize, ne? Weil ja alles in den Kofferraum passt. Aber wir sprechen mit Ikea tatsächlich, wir hatten mal so eine kleine Marketing-Kooperation, aber ja. Gut. Ins Auto müssen wir erstmal einschränken, heute noch. Ihr habt zwei Fahrzeuge in der App. Genau, momentan machen wir es für die Smarts. Also für den Smart Fortune und für den Smart Fortwo, die aktuelle Modelle. Wir planen es aber weiter auszurollen. Jetzt kommt im Sommer auch für die V-Klasse. Ja? Also für ein etwas größeres Auto, für wenn du einen größeren IKEA-Einkauf hast. Und dann kommt sukzessiv für alle Mercedes-Fahrzeuge. Gut, dann zeig mir einmal, wie das läuft, zumindest so ein bisschen, wie das aussieht. Ja, also ich habe jetzt schon mal ein bisschen was im Kofferraum drin. Ja? Man sieht, der Smart ist schon einigermaßen vollgeladen. Jetzt drücke ich hier unten, wenn ich was zufügen will, auf Plus. Habe dann drei Möglichkeiten. Ich benutze mal den Barcode-Scanner. Dann scanne ich ein Produkt. Das hat jetzt nicht geklappt, das probieren wir nochmal. Dann scanne ich den Barcode von einem Produkt ab. Und dann wird im Internet nach den Größen von diesem Produkt gesucht. Dann sieht man, okay, jetzt hat er Lego City, Kinderkram, wie du sagst, erkannt. Und jetzt packt er das halt eben dann auch in meinen Kofferraum rein. Man sieht, dieser Karton ist jetzt genau die Abmessung von dem Lego City Karton hier. Ihr habt aber auch vorkonfigurierte Sachen. Wir haben auch konfigurierte für das aller. Ich mache es mal leer, ne, damit wir gucken, wie viele Kisten Bier reinpassen können. Das Wichtigste natürlich, wir haben Bierboxen, so einen Elferkasten oder einen großen Kasten. Und alkoholfreies Bier. Natürlich, das ist alles alkoholfreie Biere. Ja, natürlich. Klar, wenn du Auto fährst, dann siehst du auch, wie das halt eben reinstapeln muss. Ist übrigens ein bisschen eine Herausforderung, weil alle anderen Items kann man drehen, ja, wenn man einen Bierkasten falsch rum einlädt, ist ein bisschen blöd. Aber das haben wir auch im Algorithmus hinterlegt. Das ist schon mal ganz pfiffig.
Nun ist der Daimler ja nicht ganz dumm, habe ich so erfahren. Die App ist zwar lustig für uns Anwender jetzt ganz zu Hause, Genau. Aber ihr habt den Gedanken noch weitergetragen und macht jetzt was für das Unternehmen auch noch gut ist. Also es ist eine doppelte Funktion quasi. Eigentlich schon, ja genau. Wir haben halt eben, wie ich gerade schon ein bisschen angedeutet habe, auf dem Server eine künstliche Intelligenz entwickelt, die das sehr schnell löst, dieses Problem, dass wie es in den Kofferraum reinpasst, weil der Kunde im IKEA will ja nicht 8 Stunden warten. Und genau das wenden wir jetzt bei uns in der Logistik an. Heißt, wir überprüfen da gerade, wie wir die künstliche Intelligenz, die wir geschaffen haben, gewinnbringend in der Logistik einsetzen können. Machen da gerade ein Proof of Concept und sieht sehr gut aus. Wir können fast schon 10% der Container einsparen und mal gucken, wie das dann eben auch im echten Prozess sich umsetzen lässt. Ja, zum Beispiel, die bauen ja einen Sprinter auseinander, packen ihn in den Container und packen ihn in Amerika wieder aus, um ihn wieder zusammenzusetzen. Ganz genau, ja. Ja, und wenn man weniger Container braucht, um die da rüber zu fahren, spart man natürlich Geld. Genau. Jetzt, eure App ist schon ein bisschen älter. Ihr seid nicht ganz neu heute hier. Wir sind nicht ganz neu heute hier, das stimmt. Das Logistikthema, das ist ganz frisch gerade. Ja, das wird gerade mit einer heißen Nadel gestrickt. Die App, die haben wir ja, wie gesagt, vor 2 Jahren im App Store gelauncht. Genau, nach 1 Jahr Entwicklungszeit etwa. Ja, jetzt musst du ein bisschen Werbung machen. Ich kann dir das dann jetzt nicht präsentieren auch noch. Du musst doch sagen, hier, Leute, könnt ihr euch installieren. Die App könnt ihr euch jetzt runterladen. Das ist für Android verfügbar, für iOS verfügbar. Wenn ihr ein ganz neues Android-Gerät habt, dann funktioniert auch unser neues AR-Feature. Ja, da kannst du alles mit vermessen, auch was kein Barcode hat, dein Fahrrad, wie auch immer. Probiert es aus. Wenn ihr wahrscheinlich so ein neues Handy habt, wisst ihr, was AR ist, weil sonst hättet ihr euch nicht gekauft. Und wie gesagt, wenn ihr eine V-Klasse habt, bleibt uns treu, wartet noch ein halbes Jahr, dann könnt ihr auch das damit beladen. Aber die anderen Mercedes-Modelle kommen auch noch. Andere Mercedes-Modelle werden auch nach und nach kommen, genau. Ja, gib mal Gas hier. Ja, Vollgas. Ich danke euch, viel Erfolg, viel Glück. Danke. Und wir gucken mal weiter. Werde Teil der Revolution, ja welcher denn? Aber ich muss ganz kurz einhaken, man wirft mir immer vor, ich hätte mit Elektromobilität nichts am Hut. Natürlich völliger Unsinn und darum stehe ich hier bei Madeline. Madeline, genau. Was hast du vorher beim Daimler gemacht? Ich war vorher beim Daimler für die Energieversorgung zuständig und beispielsweise das Kraftwerk mit betreut, das wir an einem unserer Standorte haben. Das, was du uns eben gezeigt hast oder in die Kamera gezeigt hast, ist dein Projekt. Das startet jetzt. Was wird das und warum finde ich das so gut? Das wird dir ermöglichen, zukünftig auch in ländlichen Regionen da mit deinem Elektroauto durch die Gegend zu fahren, ohne Angst haben zu müssen, eben liegen zu bleiben, weil du dann bei anderen Leuten laden kannst, die du ganz einfach mit unserer Applikation finden wirst. Und nebenher nicht nur dich auflädst, weil du dort einen Kaffee trinkst beispielsweise, sondern auch noch dein Auto. Also ihr baut im Prinzip eine App, wo ich mich anmelden kann als, ich sag mal, Entschuldigung, Bauer. Ich habe einen Bauernhof und sage, ich habe einen Starkstromanschluss, stell da was hin. Und dann können die Leute vorbeikommen und ihre Autos betanken. Genau. Du zeigst denen hier, ich habe eine Ladeinfrastruktur. Wir machen für dich dann die Abrechnung ganz einfach. Du musst dich eigentlich nur um nichts mehr kümmern in dem Moment, wo du die Ladeinfrastruktur online gestellt hast. Gut. Also machen wir im Prinzip Crowd Charging. Ja, genau. Wir wollen den Community-Gedanken auch ein bisschen voranbringen. Es soll halt... Du sollst auch sehen, wer hinter dem Laden bei dir einerseits steckt und die Leute sollen auch sehen, wer hinter der Ladeinfrastruktur steckt, weil das ja nun mal, du lässt die Leute ja in deinen Privatbereich rein. Ne? Deswegen haben wir gesagt, hey, es muss irgendwie auch noch eine Interaktion geben. Wir wollen auch zeigen, was wir drumherum um diesen Ladepunkt auch haben, damit die Leute wirklich das Laden für ein Erlebnis dann am Schluss wird. Und gerade ist es ja eher so ein lästiges Ding. Du musst ja irgendwie den Stecker rausholen und ach, dann regnet es wahrscheinlich auch noch und hat eh keiner Lust drauf, aber wir machen das eine richtig gute Sache. Also ist eigentlich eher Airbnb für Elektromobilität. Wenn wir so weit schaffen werden, dann ja, das wäre klasse. Gut, das Ding ist noch nicht fertig, sprich die App, aber ja. Ihr seid auf dem Weg. Wann wollt ihr launchen? Mitte des Jahres. Wir haben jetzt das Go bekommen im Dezember, haben genug Funding, haben die Leute, jetzt legen wir los und Mitte des Jahres, Juni, Juli, wollen wir die ersten Prototypen am Markt haben. Gut, wenn du fertig bist, sag mir Bescheid, komme ich nochmal vorbei. 1, 2 und viel Glück. Gern, danke. Jo, ich brauche dich nochmal, Ike. Dankeschön. Ich war ein bisschen unhöflich, habe mich ganz auf Madeline konzentriert, aber dahinter steckt natürlich ein Team. Und das finde ich ja ganz spannend, weil ihr auch alle beim Daimler geschafft habt oder noch schafft. Was machst du da? Ich bin im Inhouse Consulting. Und was machst du jetzt hier? Marketing. Für euch? Ja. Das macht Sinn.
Ich habe einen Piloten betreut, in dem wir die Idee validiert haben und sehr gute Erfahrungen gemacht haben, sowohl bei Elektrofahrern als auch bei Anbietern. Ein super Proof of Concept und von daher bauen wir da jetzt drauf auf. Und was hast du vorher gemacht? Vorher, ich bin Projektleiter für EVs. Von daher geht es hier auch ein bisschen darum, dass die Autos, an denen ich arbeite, letztendlich auch geladen werden können und Kunden sagen, ja, das will ich haben. Und was hast du vorher gemacht und machst du jetzt? Ja, also ich bin in HR und war und bin bei Führungskräfteentwicklung. Also ich entwickle Führungskräfte weiter. Kannst du mich da reinschleusen? Natürlich. Naja, schauen wir mal. Und das andere ist, was ich heute mache, ich bin in der EV-Community. Ich habe das Pilotgebiet erfragt und habe die ersten Pilot-User sozusagen akquiriert. Also meine Sache ist Akquise. Sobald das Produkt da ist, versuche ich das in den Markt zu schieben. Gut, ihr strahlt alle so. Das ist wirklich eine coole Sache, was der Daimler seinen Mitarbeitern da möglich macht, richtig? Gut, ist aber hier keine Dauerwerbesendung, also gehen wir weiter. Don Daimann hier von der Gründerszene. Hallo Jan. Was macht ihr denn? Wir schreiben über Startups und natürlich Wirtschaftsbereiche, die mit Startups zu tun haben, Finanzierung und so weiter. Jetzt zeige ich meinen Zuschauern hier gerade so ein paar von diesen Digital Life at Daimler Sachen. Gibt es auch andere Hersteller, die was Ähnliches haben? Ja klar, VW hat den Ideation Hub, der sitzt in Dresden und es gibt noch, glaube ich, in Berlin selber haben sie auch noch einen Hub, der da was macht. Mittlerweile haben alle großen Hersteller sowas wie Hackathons oder Veranstaltungen, wo sie eben Startups einladen, die ihre Dinge präsentieren können. Da kommst du als Hersteller gar nicht mehr drumherum. Jetzt bin ich ja eher der Jubelperser oder der Klakör, muss ich, glaube ich, politisch korrekt sagen. Du, der seriöse Journalist. Zocken die ab oder ist das was Innovatives, wo Leuten wirklich die Möglichkeit gegeben wird, weiterzukommen? Also es ist ein bisschen schwer zu beantworten. Da muss man auch als Gründer immer ein bisschen aufpassen tatsächlich. Also was kriege ich für Verträge vorgelegt? Was passiert tatsächlich mit meiner IP, also Intellectual Property, also mit dem, was ich entwickelt habe? Mhm. Es gibt Unternehmen, die übernehmen das dann. Es gibt Unternehmen, die sagen so, nee, wir wollen nur mit dir zusammenarbeiten und dann im Endeffekt kann es ja passieren, dass sie die Ideen auch klauen oder kopieren oder wie auch immer. Aber da muss man ein bisschen aufpassen, da sollte man sich auch immer rechtlichen Rat holen, bevor man irgendwie so einen Deal eingeht mit einem großen Unternehmen. Ist jetzt egal, ob in der Automobilindustrie oder bei den Waschmaschinen oder sonst wo. Einfach um zu gucken, wie kann ich die Rechte an meinen Ideen behalten, wie werden sie mir nicht geklaut. Bei Daimler ist es so, dass die halt diese Startups tatsächlich dann entweder unterstützen finanziell oder auch teilweise eben ins Unternehmen übernehmen, also aufkaufen dann. Daimler Financial Service macht ja auch zum Beispiel relativ viel. Die kaufen dann sich mehr oder weniger ein, übernehmen aber nicht. Also unterstützen sie nur finanziell. Das machen viele Hersteller. BMW macht das zum Beispiel auch. VW macht das zum Teil, aber auf eine andere Art und Weise. Wobei, was ich ja schön finde, das ist ja auch teilweise, es gibt ja zwei Teile, so eine Art Verbesserungsvorschlagswesen, hieß das früher beim Amt, ne? Ja, manche Ideen denkt man, okay, warum sind sie da nicht selber drauf gekommen? Aber tatsächlich, du brauchst halt, also wenn du einfach intern Struktur, also Strukturprozess hast, wie du auf Ideen kommst, du brauchst eben manchmal einfach von außen so ein bisschen, na, du kennst das ja auch, du bist ja auch lange in der Branche, manchmal braucht man von jemandem von außen, der sagt, hey, mach das doch mal so. Und nee, aber entschuldige, wenn ich dich unterbreche, ja. Aber ich meine das von innen heraus. Das ist ein Mitarbeiter, der hat eine geile Idee, kann die pitchen und macht jetzt quasi was anderes, nämlich eine App für den Daimler. Genau, das ist ja so diese Aktivierung von den eigenen Mitarbeitern und die Ideen, die du hast. Und das machen mittlerweile viele Unternehmen, dass sie sagen, so hier, wir wollen irgendwie, wir haben gute Leute hier, die haben wir extra eingestellt. Die müssen wir vielleicht auch ein bisschen befreien von dem Korsett, in dem sie drinstecken. Weil viele Corporate-Strukturen sind eben sehr eng, da kannst du nicht so viel machen. Du kannst nicht einfach sagen, so ich gehe jetzt mal für 3 Monate oder 3 Wochen und arbeite irgendwie an einem Projekt, sondern du bist immer so fest eingebunden. Und diese Möglichkeiten, die dir deine Mitarbeiter bieten, loszulösen bzw. denen das zu potenzieren, findet eben im Moment in den großen Unternehmen statt. Und die bilden dann eben so kleine Cluster innerhalb der Unternehmen, in denen dann eben diese Ideen zusammengesucht werden. Da werden dann die Besten rausgesucht. Es werden immer sogenannte Shark Tanks dann gegründet zum Beispiel, wo dann eben dann zum Beispiel Gründer sitzen, erfolgreiche Gründer schon sitzen, die das dann beobachten. Also jeder kennt ja die Sendung zum Beispiel bei Vox, die über Startups geht. Es gibt jetzt noch irgendwo eine andere. Und so funktioniert das dann. Du sitzt dann halt vor so einem Panel und die sagen dann so, Idee, präsentiere sie, ist sie gut oder schlecht und wird übernommen. Und das ist halt für die Unternehmen super, weil sie müssen ja nicht zusätzliche Leute einkaufen, sondern sie können sie mit den eigenen machen. Gut. Danke, Don. Bitteschön. Cooler Name.
Alle guten Dinge sind drei. Eine App nehmen wir noch mit, beziehungsweise die Geschichte einer App. Und diese App nennt sich Ask Mercedes. Hier steht der Patrick. Patrick, was hast du vorher beim Daimler gemacht? Ich komme aus dem Innovationsumfeld, aus der IT-Innovation. Das heißt, wir schauen uns neue Technologien an und versuchen dann eben auch Produkte daraus zu bauen. Und ja, ein super Produkt ist jetzt eben Ask Mercedes, wo ich gerne mal einen Blick hinter die Kulissen anbieten möchte, wie es von der Idee zum Produkt, zum Live-Produkt in weniger als 2 Jahren kommt. Ja, dann machen wir rein. The Journey of Ask Mercedes. Alles hat angefangen im April 2016 mit der initialen Idee. Und im November letzten Jahres sind wir schon live gegangen. Und dazwischen waren es verschiedene Phasen, wirklich von Ideation bis zum Go-Live. 5 Steps, in denen wir auch viele Lessons Learned gesammelt haben. Und die möchten wir jetzt natürlich mit euch teilen. Und die Aigil wird jetzt mal beginnen, wie wir mit der Ideation-Phase angefangen haben. Ist da ein paar. Gut. Was hast du vorher beim Daimler gemacht? Also vorher war ich bei Marketing und HR und jetzt bin ich in Strategie. Ich bin von Digital Life hier. Wir machen verschiedene Optionen für Ideation. Eine ist hier, das wir gezeigt hat, ist Open Space Format. Bei Open Space brauchen wir verschiedene Leute von diverse Background. Wir brauchen auch ein Suchfeld, auch unser Format Open Space. Da hatten wir eine Idee, die Kollegin hat gesagt, hey, wir brauchen eigentlich, wenn ich einen neuen Wagen habe, Auto habe, ich möchte gerne wissen, was gibt es eigentlich bei meinem Auto, was kann ich machen? Das war eine sehr gute Idee. Danach haben wir gedacht, okay, wir nehmen das für unsere Digital Life Day. Das ist auch ein Format, das wir haben bei Digital Life, auch bei Daimler. Da gibt es auch eine Shark Tank und unsere Kollegin hat da gepitcht. Und Patrick war auch dabei danach, ja? Ja. Ich war auch dabei danach, genau. Wir haben dann durch den Pitch eben die ersten Schritte machen können. Ja, wir hatten ein bisschen Geld übrig, das wir bekommen haben, Risikokapital. Wir hatten Mentoring, also wirklich Erfahrungsaustausch mit dem Management und auch Netzwerk. Und wir haben gesagt, wenn wir eine Tech-Company sein wollen, müssen wir schnell weggehen von den PowerPoint-Folien zu einem Produkt, ja, zu einem Prototypen. Lass mich noch mal ganz kurz dazwischen fragen. Das Risikokapital kriegt ihr vom Daimler, also von eurem Arbeitgeber. Da sieht man schon, dass wir wirklich offen sind hinsichtlich Innovation. Wir auch gerne mal riskieren. Innovation heißt doch mal zu scheitern. Ja? Aber wir möchten den Mitarbeiter enablen, wirklich auch mal frei zu sein und was zu probieren. Und das haben wir getan. Wir haben Prototypen gebaut mit einem super kleinen Innovationsteam. Da waren wieder Leute drin mit verschiedenem Background, also Techies, Funktionsexperten und so weiter und so fort. Wir haben schnell was gebaut und überlegt, wie machen wir jetzt weiter. Und wir haben einen Long-Term-Sponsor gefunden und dann ging es eben in die Phase, wo wir wirklich ein Ready-to-Market-Produkt entwickeln müssen. Patrick, du musst ein bisschen aufpassen. Deutsches Publikum, Long-Term-Enabler, ne? Da kriegst du böse Sprüche. Ja. Du musst ein bisschen Deutsch sprechen hier. Alles klar. Gut, wir haben dann natürlich eine Phase, wo wir sagen mussten, wir möchten einen, jetzt muss ich das deutsche Wort erstmal überlegen. Langfristiges, ja, sorry. Okay, ja, und dann waren wir in einer Phase, wo wir gesagt haben, wir müssen ein langfristig stabiles Produkt entwickeln. Ja, also, und das ist was anderes als ein Prototyp. Und da hast du ganz andere Herausforderungen. Ja. Wir haben nochmal angefangen, die Technologie anzuschauen. Ja. Was ist denn skalierbar? Was hat aber auch zum Beispiel die richtigen Data Security Standards, die wir da haben wollen, auch als Daimler? Wir haben das getan und wir haben auch den Kundenfokus nie aus den Augen verloren. Ja. Wir haben immer geschaut, was braucht unser Endkonsument und waren immer wirklich nah am Kunden dran. Ja, und jetzt kommen wir in die Phase, letztendlich, wo wir live gehen möchten. Ja, wir haben ein stabiles Team innerhalb von Daimler, die sich nur um dieses Thema kümmern. Wir haben auch Funktionen jetzt wie Marketing zum Beispiel aufgebaut, was auch dazu gehört und auch einen sauberen Rollout-Plan, dass wir nach und nach in weitere Märkte expandieren können und auch weitere Modelle nach und nach hinzuziehen. Und ja, im Prinzip unsere Lessons Learned, die wir gesammelt haben über den ganzen Weg von der Idee zum Go-Live und wir haben Abschluss hier noch ein schönes Produktvideo, das eben die ganze Vision zeigt. Das halt mal bitte wieder an. Das habt ihr gestern schon gesehen. Habe ich schon gesehen. Genau. Die App kann ich mir jetzt schon runterladen oder ist noch nicht draußen? Wir sind live in 3 Testmärkten, allerdings noch nicht in Deutschland. Es ist eine künstliche Intelligenz in der Hintergrund. Das heißt, wir müssen noch Informationen sammeln, um diese auch zu trainieren, um Erfahrungen zu sammeln und sie noch besser zu machen. Und so werden wir nach und nach dann in immer mehr Märkte expandieren. Jetzt haben wir etwas über den Prozess, wie die App entstanden ist, ja erzählt und erzählt bekommen. Du hast aber noch gar nicht gesehen, wie geil die App eigentlich ist und was sie macht. Die App ist natürlich absolut geil, ne? Weil sie löst eben ein Problem, das jeder kennt. Ich habe ein
neues Produkt, in dem Fall ein Mercedes, der super ist. Da sind wir natürlich alle einer Meinung. Er ist aber zeitgleich auch natürlich voll mit ganz viel Technik, ja, mit vielen Features, die du kennenlernen möchtest. Gleichzeitig hast du keine Lust, Handbücher zu lesen. Ja. Du willst aber auch nicht beim Kundenservice anrufen. Ja. Das ist alles nervig, kostet Zeit. Darum haben wir überlegt, wir möchten irgendwas Innovatives, was Interaktives anbieten, ja, auch was Virtuelles, um den Kunden hier diese Onboarding-Erlebnis einfach zu geben. Und haben gesagt, wir brauchen einen virtuellen Assistenten, der einmal sprachbasiert ist. Das heißt, ich kann auf natürliche Art und Weise kommunizieren und ich kann auch durch Augmented Reality sozusagen visuell mein Fahrzeug kennenlernen. Und wir haben beides geschafft, in einer App zu integrieren, einen Assistenten zu bauen, der über die App hinaus aber auch in verschiedenen Touchpoints verfügbar ist, wie Social Media, ne, Facebook, aber auch sowas wie Amazon Alexa beispielsweise bei den Sprachassistenten. Und wie viele Fahrzeuge habt ihr in der App schon drin oder wie viele Fahrzeuge kann die App identifizieren? Wir sind noch natürlich in der Anfangsphase Entwicklung. Wir haben mit 2 Fahrzeugtypen gestartet und werden es jetzt aber mit Hochdruck weiter ausbauen, ne, sodass nach und nach immer mehr Fahrzeuge dazukommen und auch wirklich die komplette Kundenpalette und Fahrzeugpalette dann auch verfügbar ist in kürzer Zeit. Jetzt lass dir nicht alles aus der Nase ziehen. Welche Fahrzeuge hast du denn? Wir haben begonnen mit der E- und S-Klasse. Man kann am Stand drüben schon die neue A-Klasse testen mit der App. Und wie gesagt, mehr werden dann schnell hinzukommen. So, letzte Frage an dich. Wenn du dir die App anguckst, worauf bist du besonders stolz? Also zum Beispiel die AR-Funktionalität, Augmented Reality, das finde ich super. Also ihr müsst das auch probieren an unserer Stadt im Mobile World Congress. Das ist meine lieblingste Funktionalität. Gut, ich habe euch ja eben ein paar Bilder drüber geschnitten, damit ihr was sehen könnt von der App. Demnächst hast du eine Zeit, wann kommt es in Deutschland? Kann ich noch nicht sagen. Wir werden im Laufe des Jahres in Österreich noch live gehen und dann wird Deutschland nachgezogen. Na gut. Nichtsdestotrotz, mir reicht es jetzt. Ich danke euch beiden erstmal ganz herzlich. Und wir machen jetzt nochmal, gucken uns ein bisschen um. Aber das reicht für heute, für diesen Clip. Ich verabschiede mich also bei euch. Sag wie immer, tschüss, bis dann, euer Jan.